Hallo Eishockey-Freunde da draußen, schöne Grüße aus Miesbach. So, es gibt jetzt regelmäßig Tipps von mir für euch Torhüter da draußen. Und wir fangen mal an, basic, easy. Denn das Schwierigste am Anfang, wenn man wieder reinkommt nach so einer langen Pause, ist natürlich die Orientierung im Torraum. Wir Torhüter wollen ja möglichst weit draußen spielen, um den Winkel zu verkürzen. Das heißt, wenn die Scheibe hier draußen ist, muss ich immer wieder runterschauen, um meine Orientierung im Torraum zu finden. Deswegen ein kleiner Tipp von mir. Hier gibt es einen von Edding, einen Kreidestift. Da freut sich nämlich jeder Eismeister, weil diese Farbkleckse auf dem Eis gehen dann wieder weg. Und wir machen uns einfach einen Strich ungefähr 1,5 Meter vor dem Torraum, wenn möglich gerade. Warum? Weil jetzt gerade nämlich in der Mitte vom Torraum stehen und wenn ich in der Position bin, dann kann ich weiterhin nach vorne schauen, eben wo die Scheibe ist und muss nicht immer wieder runterschauen, um mich orientieren zu müssen, wo stehe ich überhaupt, denn ich sehe immer wieder diesen Strich und dann weiß ich, ich stehe in der Mitte, ohne eben mit dem Kopf immer wieder runterschauen zu müssen. So, so viel dazu. Von Edding eben diesen Kreidestift sich besorgen, gibt es in verschiedene Farben. Das war's. Schöne Grüße aus Miesbach. Ciao, Verlauf.